Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir mal wieder Trouble in Mineville. Und ich versuche da gerade den Parcours hier zu schaffen, der eigentlich relativ easy ist. Ja. Haben wir mal schon lange nicht mehr gespielt eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange nicht mehr. Aber wie man sieht, habe ich in letzter Zeit ein bisschen zumindest gespielt. Ich habe 920 Karma. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Und ja, jetzt geht's auch gleich los. Wir spielen wahrscheinlich die Map Clockworld Island. Meine Lieblingsmap übrigens. Poxhari Rejoin. Wie wär's mit Nein? Ich nehme gerade auf. So. Und auf zum Schiff. Keiner folgt. Sehr schön. Ui. Hallo? So, komm. So, haben wir gleich mal 64 Pfeile und ein Steinschwert. Zack, zack. Ab zu Enderkiste, die da oben steht. Oder gibt es noch mehr Enderkisten? Ich weiß gar nicht. Das ist die Enderkiste, die mir bekannt ist. Pommes HD. So. Gleich geht's los, 9 Sekunden. Mal gucken, was ich werde. Ich habe irgendwie gar keinen Bock. Zwar bin ich Premium. Ich habe, glaube ich, 35 Pässe insgesamt. Innocent. Ich habe 25 Pässe. Oder, ne, 35 Pässe. Der oben ist Traitor. Der ist auf jeden Fall Traitor. Traitor, stirb. Sehr schön. 20 Karma. Der hat den einen Typen nämlich runtergeschlagen. Daher war es relativ... Aua, klar, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Mal gucken, wie viele Runden ich spielen werde. So, dass ich ungefähr 15 Minuten komme. Oh, da hat jemand den Knopf gedrückt. Wo ist der Knopf eigentlich? Scheiße. Da, der Typ war's. Ja, der ist tot. Und er war Traitor. Wo ist denn dieser Knopf eigentlich? Ich hab's mal gewusst, aber ich hab's irgendwie wieder total vergessen. Irgendwo ist hier der Knopf, den nur Traitor aktivieren können. Indem man halt die Leute am Tester sterben lassen kann. Keine random Kills hier, nein. Nein. Ich wollte doch nur einen Screen. So, wer ist denn hier Traitor? Da ist ein Detective. Wie es aussieht. Oh Gott, wie blöd kann man sein, ey. Der Detective ist gerade einfach mal in den Abgrund gesprungen. Mann. Ja, so kann man natürlich auch verlieren. So. Das habe ich am Tester natürlich nicht aufgepasst, wer schon war. Und irgendjemand hat den Knopf gedrückt. Der Typ da? Oder wer? Ne, der da gerade wegläuft. Na, ne, jetzt haben sie ihn. Und wir haben gewonnen, die Innocents. Sehr schön. Boah, so, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, und jetzt geht's auch gleich weiter. Schade. So, ich muss da lang. Die Kiste ist... was? Habe ich gerade nochmal 32 Pfeile bekommen? Einfach so? Was ist denn für eine Scheiße? Ich hätte ja gerne ein Schwert gehabt. Na gut, dann halt so. Aber normalerweise ist es doch so, dass man nicht nochmal dasselbe bekommt, oder? Oder irre ich mich da? Na gut, egal. Gehen wir doch mal zu Ender Chest, obwohl es hier eigentlich relativ gefährlich ist. Danke. Und weg. Das war böse. So. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Ich hoffe, hier wird keiner Traitor und schlägt gleich um sich. Das wäre nicht so toll. Ich bin Traitor.
und tschüss. Na, zwar jetzt habe ich den anderen Trader auch noch gekillt. So, die sind auch tot. Und hier habe ich 3 Trader Points. Gleich mal 4 Creeper Pfeile. War sehr geil. Ah, ich habe zwar einen Trader mitgetötet, dafür aber auch den Detective. Das war natürlich. Ja, weiß ich nicht, wenn der Trader klug gewesen wäre, wäre er nicht darauf gelaufen mit. Denn er hat ja gesehen, dass ich da stand. Also, naja. Und ob das jetzt so klug wäre, da einfach reinzulaufen? Hm. Alles innocent, alles innocent. Wo sind die Traitor, Alter? Ganz ehrlich. Ich war's nicht. Scheiße, ich bin tot. Komm, hilf mir, Traitor. Ja, scheiße. Ich hätte es vielleicht nicht machen sollen. Einer, ein einziger hat mich gesehen, ne? Ein einziger hat mich gesehen. Scheiße. Ach, shit. Ja, und der andere Traitor. Ja, gut. Das war vielleicht doch nicht so klug, aber ich habe einfach mal den Creeper-Pfeil reingebombt. Das musste einfach sein. Und die ganze Menschenmenge an Innocence. Na gut, dann sehen wir uns gleich in der. Guck mal hier. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Und es geht schon weiter. Was mache ich hier? Hm, das war natürlich sehr unklug. Ich bin versehentlich auf die F5-Taste gekommen. So. Aber nicht verzagen. Denn ich kriege eigentlich sowieso immer genug Kisten. Zumindest auf der Map hier. So. Komm. Ab her. Und schon haben wir alle Ausrüstung, die wir brauchen. So, und gehen wir mal zur Ender Chest hin. Ender. Oh, wie sie alle herkommen. Na gut, 3 Leute, 4 Leute mit mir zusammen, geht eigentlich. Na scheiße, da war einer klug genug. So, 8 Sekunden, gucken, ob wir das Eisenschwert bekommen. Ich denke ja nicht, weil wenn hier 4 Leute drumherum stehen. Ich bin ein Traitor. Nicht den Knopf drücken. Ah, einer steht da noch. Hm. Der wagt sich langsam voran. Ja, und der Detective ist tot. Sehr schön. Und der Typ ist auch tot. Nicht mich schlagen. Und tot, sehr schön. So, die Pfeile auch noch mit eingesammelt. Und dann würde ich mal sagen, wir stürzen uns hier gleich in den Kampf. Obwohl das vielleicht nicht so klug war. Oh, alles Traitor, sehr schön. Boah, wie geil. So, 4 Creeper-Pfeile. Boah, wie viele Traitor hier noch leben. Sehr schön. Boah, richtig geile Runde. Alles Traitor hier. Hammer. Genauso muss das sein. 5 Traitor auf einem Haufen. Und der stirbt jetzt auch. Sehr schön. Ich habe kein Eisenschwert. Zumindest noch nicht. So, ein Kaktusmann. Auch cool. Ah, es scheinen aber schon ein paar Trade jetzt gestorben zu sein. Und der stirbt auch. Sehr schön. Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Der ist mir direkt davor gelaufen. Oh, fuck. Hoffentlich schießt mich jetzt keiner mit dem Pfeil ab. Der ist mir wirklich direkt davor gelaufen. Ach Mann, jetzt habe ich natürlich Minuspunkte bekommen. Aber was soll ich machen? Boah. Wer lebt denn hier überhaupt noch? Da hinten kommen Leute. Ich flüchte mal lieber. Scheiße.
Es nehmen nicht mehr so viele Leute und ich habe Angst, dass es hier keine Traitor mehr gibt außer mir. So verfolgen tut mich keiner. Und ich habe, na gut, ich habe genug Pfeile. Ich habe immer noch kein Eisenschwert, obwohl schon so viele Leute gestorben sind um mich rum. War hier noch keiner? Hier sind doch auch Kisten drin, oder? Na gut, ich bin eigentlich schon fast wieder regeneriert. Aber dass mir der Endtrader wirklich genau vor dem Pfeil gelaufen ist, das war natürlich mehr als unglücklich. Na, die werden wahrscheinlich alle beim Tester stehen. Noch mehr Pfeile. Scheiße. Von hinten. Direkt von hinten. So. Der hat was abbekommen. Scheiße. Da sind noch mehr Innocents und ich bin tot. Ja, ich bin direkt da reingelaufen. Scheiße. Ich war wirklich der letzte Traitor. Fuck. Na gut, ist auch auf jeden Fall richtig geile Runde. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon in der letzten Runde. Wow, wo bin ich denn hier gelandet? So, von hier aus komme ich auch rüber. Nein, klau mir nicht alle Kisten. Fuck, jetzt bin ich hier falsch. So. Oh, ich sehe nichts. Hier ist eine Kiste, sehr schön. Zumindest ein Schwert. Würde ich mal sagen, ich gehe gleich mal zur Enderkiste. Wow. Oh, stehen wir doch nicht im Weg rum. Oh, normalerweise steht fast gar keiner, jetzt stehen so viele Leute rum. Na gut, wenn wir Trader wären, können wir gleich die Leute wegbashen. Lalalala. So. Komm. Innocent. So, ist der tot? Ich habe keine Ahnung, wer jetzt der Traitor war. Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ich hau hier am besten gleich mal von Traitor Island ab, wenn ich Innocent bin. Ganz ehrlich. Wow, das war knapp. Weg hier. Wenn man hier alleine rumsteht, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wirklich alles Traitor sind. Alter, wie alle gleich dahin laufen. Woher wollen die denn alle wissen, wer Traitor ist? Dann würde es mich nicht wundern, wenn der Detective, der auch erstmal sofort da reingerannt ist, stirbt. Da ist der Detective. Wer ist denn hier jetzt? Oh Mann! Die drei da oben sind höchstwahrscheinlich Traitor. Lässt sich zumindest vermuten. Das war Traitor, ja, die sind alle Traitor da oben. Oh, ich bin oben. Ist der Typ nicht auch Traitor? Ganz ehrlich? So, tot geworden, ne? Richtig geile Runde. Gut, das war's dann auf jeden Fall. Boah, nice. Das war's dann auf jeden Fall. Ja. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge Minecraft PvP. Das waren ein paar sehr geile Runden, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich würde mich auf jeden Fall freuen über einen Kommentar oder eine Bewertung. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.